Leute, heute habe ich euch was Duftes mitgebracht. Unsere neuen Toolboxen fürs Thermomanagement. Unsere W01, W02 und W03. Mit der W01, da könnt ihr zum Beispiel das Kühlsystem überprüfen. Mit der W02 könnt ihr das Kühlsystem blasenfrei befüllen. Und die W03, das ist unser Refraktometer, damit könnt ihr die Kühlflüssigkeiten überprüfen. Wir schauen uns jetzt mal direkt an, was die W01 so drin hat. Was haben wir hier? Wir haben hier mehrere hochwertige, ja, also keine billigen aus Kunststoff, sondern hier aus Aluminium. Adapter für den Kühlmittelbehälter, ne, wie hier zum Beispiel die KS65, kennt ihr wahrscheinlich. Ne, das ist so der gängige für VW. Ne, sehr robust das Ganze. Ich denke mal nicht, dass ihr die kaputt kriegen werdet, wenn ihr sie nicht gerade durch die Gegend schmeißt. Deswegen denke ich mal, haben wir hier ja fast lebenslange Freude dran. Ja, die werden wir nicht kaputt kriegen. Der Druckprüfer dazu. Zwei Sachen haben wir dann zusätzlich noch mit drin, die mit dem Druck so nichts zu tun haben. Ja, wir haben hier nochmal eine Testflüssigkeit für CO2. Das heißt, ihr könnt hier Undichtigkeiten im Kühlsystem feststellen. Ne, zum Beispiel eine defekte Kopfdichtung. Ja, wenn CO2 ins Kühlmittel gelangt, können wir das dann hier über diesen Tester dort sichtbar machen. So, das war die erste Box. Schauen wir uns mal die zweite an. Wir haben hier unsere W02 zum blasenfreien Befüllen des Kühlsystems. Auch das schauen wir uns mal genauer an. Lassen wir die Schlange mal raus. Wir haben hier einen langen Schlauch, einen Manometer, Druckanschluss für den Kompressor. Ja, und damit könnt ihr dann halt ein Kühlsystem schnell, einfach und halt blasenfrei wieder befüllen. So, und zum Schluss schauen wir uns noch unsere letzte Toolbox an, die W03. Dort haben wir unser Refraktometer drin. Ihr kennt das ja, vorne auf die Scheibe ein Tropfen Flüssigkeit, den ihr testen wollt, drauf machen. Einfach mal durchschauen. An der Waterline erkennt ihr dann, ob die Flüssigkeit noch geeignet ist. Wir können dort 5 verschiedene Flüssigkeiten überprüfen. Wir haben von der Kühlflüssigkeit her G12++ und G13. Ihr könnt dann weiterhin überprüfen Scheibenfrostschutz, AdBlue und Batteriesäure. Ja. Und wie die ganzen Toolboxen im Einzelnen funktionieren, zeigen wir euch in einem weiteren Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da und schreibt gern was in die Kommentare. Bis bald in der Werkstatt.